Nein, keine Zentauren. Wenigstens. Ja, dass ich den Naturbursche-Skill so hochgesetzt habe, war gar nicht mal so schlecht. Wobei ich wirklich gern wissen würde, wie das berechnet ist. Du kannst einen Skill bis 300% hochskillen. Wenn du ihn auf 300% hast. So, jetzt drücke ich gern gestärkt A. Wenn du ihn auf 300% hoch hast, dann, ich weiß nicht, ob das dann 100% ist oder wie das berechnet wird. Es gibt ja so Fähigkeiten wie zum Beispiel Stehlen. Die haben eine gewisse Erfolgschance. Und die höchste Chance liegt, glaube ich, bei 99,99% oder so. Also 100 sowieso nicht. Und ich frage mich, wie das berechnet wird, was 100% ist, warum da 100% steht, warum macht man das überhaupt mit 100% und wieso macht man das nicht mit, also wieso macht man das mit 300% und nicht mit 100%? Das ist das, was ich nicht verstehe. Nee, Leute, ich habe jetzt keinen Bock hier. Ach, da müsste ich wieder zweimal rauslaufen. Ach, da links ist ein Ausgang, wäre ein Ausgang gewesen. Ist ja auch egal. Hauen wir die schnell nieder. Da leben noch ganz schön viele von dem Ungeziefer. 51, er leckt mich am Arsch. 46, 66. Zentauren sind echt schlechte Gegner, muss ich sagen. Die sind richtig schwach. Die kriegen viel Schaden. Ja, sie kriegen viel Schaden. Fertig. Das machen wir jetzt mal so. So. Und so. Kümmere ich mich mal um die. 111 und 122. Wenigstens haben sie gute Damage kassiert von mir. Und den Rest machen dann die Milis. Komm, hau ihn um, Sulik. Dankeschön. Das wäre jetzt wieder cool gewesen. Wie viele Lebenspunkte hätte er noch gehabt? Drei Lebenspunkte. Hätte es ihn fast sogar mit der Faust niederhauen können. Hätte fast funktioniert. Aber leider bist du nicht ganz so cool. Aber wie viel fehlt noch zum Level Up? Ach, 17.000. Einigen Aliens. Nö, danke. November 2244. Jo. Stirbt Aliens. Naja. Zwei zumindest bewusstlos geschossen oder auf zu Boden geschossen, sage ich jetzt mal. Bewusstlos ist er nochmal eine Ecke höher. Der ist ja dann wirklich quasi aus dem Kampf raus. Ja, gebt ihm. Los, gib ihm. Gleich wie baden Speer in deinem Blut. So heißt es zwar ein Hammer, Sulik, aber ich will dir nochmal verzeihen. Ich finde es schon irgendwie lustig. Ja, ist ja egal, auf wen ich jetzt noch schieße. Sowieso tot. So. Gut. Ja, die Gegner stellen keine Herausforderung mehr dar. Das haben wir schon lange festgestellt. Es geht jetzt wirklich nur noch. Ja, also Herausforderungen gibt es auf der Bohrinsel, wird es noch Herausforderungen geben, besonders weil ich den Endboss ja wirklich, den Endboss wirklich auf sehr, sehr schwer quasi mache. Der gibt es, keine Ahnung, also was heißt auf sehr, sehr schwer? Man kann sich beim Endboss, den Endboss kann man sich unglaublich vereinfachen. Und man kann darauf verzichten, sich den zu vereinfachen. Und es gibt, glaube ich, zwei Sachen, die du vereinfachen kannst am Endboss. Und ich werde keine von diesen Sachen in Anspruch nehmen. Ich werde mir das schon am Anfang so machen, dass ich darauf verzichte. Der Endboss ist schon so ein kleiner Wichser, muss ich sagen. Wobei ich den Meister irgendwie cooler fand.
Also den Fallout 1 Endboss fand ich schon um einiges cooler und den Dialog, den man mit ihm führen konnte, der war schon richtig geil. Vor allem der Meister hatte ja, man muss ja wirklich so sagen, der Meister hatte ja eine gute Überzeugung. Also der Meister in Fallout 1, der war kein Idiot. Der hatte schon irgendwo Grundprinzipien, die nicht so verkehrt waren. Das Problem ist nur die Art und Weise, wie er es umsetzen wollte, waren, ja, sagen wir so, nicht unbedingt die allerbeste. Er wollte ja nur, dass alle Mutanten sind und alle gleich sind, weil dann gäbe es keinen Krieg mehr. Das Problem ist nur, wenn es keine Mutanten gäbe, dann gäbe es eigentlich auch schon keinen Krieg mehr. Das ist das Problem, also. Naja, ist ja auch egal, der Meister ist tot. Das war Bedingung, Fallout 1 durchzuspielen. Die einzige übrigens, um Fallout 1 durchzuspielen. Man kann Fallout 1 durchspielen, indem man nur den Meister tötet. Mehr muss man gar nicht machen. Du musst nicht mal den Steuerchip holen, du musst die Mutantenbasis nicht in die Luft jagen. Du musst, glaube ich, nur... Nein. Du musst, glaube ich, die Mutantenbasis in die Luft jagen und den Meister töten. Ach du Scheiße. Wollen wir es mal aufregend machen? Holen wir uns mal beide Gruppen. Tja, jetzt bin ich gespannt, wie wir uns so schlagen gegen so viele Todeskrallen. Das sind ziemlich viele Gegner. Oh oh, und die bekommen sogar alle noch einen zweiten Zug. Muss ich jetzt gut aufpassen, wer hier am meisten Schaden kassiert. Okay, momentan gehen die nur auf mich los. Okay, die gehen wirklich nur auf mich los. Das ist schon mal gut. Okay, die da hinten geht auf Goris los. Die ich jetzt überhaupt nicht angreifen kann. So, jetzt kann ich sie angreifen. Sehr schön, Markus macht sein eigenes Ding, schießt auf irgendwelche Aliens. Selbst gegen beide Gruppen gleichzeitig haben wir keine großen Probleme. Jetzt gehen die auf die Aliens los, lass doch mal die Aliens in Ruhe. Genau, haut die Todeskrallen um, das sind die wirklichen Gegner. Die Aliens können doch nichts. Oh, wie es aussieht, oh, wie es rutscht. Jetzt wird es von der Felswand gebremst, oder? Ne, wird sogar vorher gebremst. So, erstmal die Todeskrallen umbrezeln. Ist noch irgendwo eine? Da hinten ist noch eine. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, keine mehr. Kann ich jetzt auf den Alien gehen? So, da fliegen die Eingeweide rum. Ah, da lebt sogar noch eine Todeskralle. Wer hätte das gedacht? Mir egal, wer damit angefangen hat. Ich werde es auf jeden Fall beenden. So, ich würde sagen, wir beenden jetzt alles. Nein, keine Munition mehr. Ich schieße das da unten ab, damit meine Milis nicht so weit laufen müssen, um den da oben fertig zu machen. Ach so, Cassidy natürlich. Cassidy und Markus werden es beenden. Ja, so einfach geht das. Beide Gruppen gleichzeitig konnten auch nichts gegen uns ausrichten. Wir hätten uns Kämpfe gar nicht mehr so einfach machen müssen, indem wir Hilfe, Hilfe, Hilfe machen, sondern wir hätten gleich Vollgas geben können. Nein, ich möchte keinen Todeskrallen begegnen, auch wenn ich es noch so sehr hoffen würde, dass ich mal eine Gruppe dabei habe, wo 6 große Todeskrallen dabei sind. So. Da fliegt er. Er haut sie nieder.
So, den da und den da. Ja gut, Feuergeckos. Wie gesagt, die sind eigentlich nur in der Gruppe mit Milis kann man sie sogar ein bisschen ernst nehmen. Besonders Goris kriegt halt gut Schaden von denen. Und Level Up. Oh. Und wieder 77 Punkte. Und ich weiß jetzt schon nicht, wo ich sie hin tun soll. Ist ja auch egal. Stehlen brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum ich das hochgeskillt habe. Alles, was uns jetzt noch im Weg ist, töten wir einfach. Reden brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Könnte man noch brauchen, aber nicht in unserem Fall. Wenn man gut reden kann, kann man sich's beim Endboss noch ein ganz kleines bisschen... Also, was heißt ein ganz kleines bisschen? Kann man sich's beim Endboss noch einfacher machen. Das gibt's doch nicht. Die Zufallsbegegnungen, die sind echt widerspenstig, muss ich sagen. Die wollen einfach nicht gefunden werden. Kann doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon durchs Ödland streife, nur wegen den Zufallsbegegnungen. Ich habe echt keine Ahnung. Das ist also wirklich, also mal ohne Schmarrn, das ist echt nervig mittlerweile. Es ist... Naja, was soll man dran ändern? So schlimm ist es auch wieder nicht. Vor allem, wie gesagt, ich mache hier einen schönen Zusammenschnitt. Ah, ein Level noch und ich habe über 300 Trefferpunkte. Dann geht's richtig auf. Naja, gut, es ändert eigentlich gar nichts, aber sieht gut aus. So, diese Karte mag ich am liebsten. Da können wir nämlich auf einmal rauslaufen. Ach, sie will einfach nicht. Warum nicht? Was habe ich euch getan? Ah, da-dam, 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 Feuergeckos. Hey, hier gibt es einen Bluter. Oh, das könnte sogar gefährlich werden. Die könnten jetzt auf die blöde Idee kommen und meine Milis kaputt machen. Wobei ich jetzt eigentlich auch mal wieder kämpfen müsste. Genau. Ich habe nicht angefangen mit dem Angriff. Wie es aussieht, bekommt man nur, wenn man anfängt mit dem Angriff, bekommen die Gegner zwei Runden irgendwie. Wobei ich das auch unfair finde. Und noch eine Begegnung. Einem Rudel Feuergeckos. Nein, danke. Und wieder Zentauren. Ach, was soll's. Hilft jetzt eh nichts. So. So, was haben wir denn hier? Ja. Macht sie nieder. Es ist so scheiße, diese scheiß Zufallsbegegnung. Warum muss es überhaupt Zufallsbegegnungen geben? Nein, ich will mich ja nicht beschweren, sie sind ja extrem lustig. So, stirb. 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 Ja, endlich. Wünschte, ich hätte extra Power. Was? Wie bitte? Extra Power? Was soll denn das sein? So. Aliens. Na, ganz toll. Mitten im Nirgendwo, wo wir natürlich nicht weg können, gibt es dann irgendwelche Aliens. So, drei Tote. Was? Wieso geht denn der zurück? Sind die anderen gar nicht irgendwie im Kampf? Das ist jetzt seltsam.
war eine Nullrunde für die Aliens, würde ich mal sagen. So, und weiter. Es ist schon ziemliches Time-Wasting, was ich hier fabriziere, oder? So. Einmal, zweimal, dreimal. Die Gegner lernen es aber auch nicht. Ich habe ungefähr schon 5 Millionen von deiner Rasse getötet und sie meinen immer noch, sie können irgendwas ausrichten. So, stirb. Stirb. So, und weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, die letzte Zufallsbegegnung dauert jetzt noch ungefähr 5 Stunden, bis wir sie haben. Vielleicht sollte ich einfach offscreen spielen und nein, ich habe gesagt, ich nehme alles auf. Ich werde natürlich nicht offscreen spielen, das war jetzt nicht ernst gemeint. Ach, da laufe ich auch weg. Aktionstaste wie ein Gestörter drücken. Ah, ich bin schneller wie ihr verdammten Zentauren. Ah, und wer war schneller? Wahrscheinlich die verdammten Zentauren. Nein, ich natürlich. Und noch mehr Zentauren. Jetzt haben sie mich doch noch eingeholt. Tja, und auf der Karte bleibt uns nichts anderes übrig. Da müssen wir wohl ihre Wünsche befriedigen und sie schnell alle umbringen. Das ist das Praktische. Wenn ich eben jeden einmal angreife, dann machen meine Leute eben den Rest. 36, 8, 10, 21, 19, 30, naja. So. So. Da liegt ein Haufen voller Zentauren. Ach, da lebt noch einer. Jetzt ist er tot. Jetzt heißt ran an den Feind. Ja, genau. Was? Sude nicht können treffen, Herzinnen. Ah ja. Wie viel habe ich denn abgezogen an Sulik? 32 Trefferpunkte, das ist nicht so viel. Ach Gott. Nein, ich möchte keinen Aliens begegnen. Nein, nicht schon wieder. Diese verdammten Zentaurenviecher. Langsam müsste ich doch alle ausgerottet haben. Das gibt's doch nicht. Wie viele gibt's von diesen Monstern? Wie viel gibt es von euch? Ich habe da schon mindestens... Es gibt übrigens eine Statistik, wo man sehen kann, wie viele man ausgerottet hat. Werde ich euch auch gleich mal zeigen. Oder am Ende des Spiels. Ne, ich zeige euch das am Ende des Spiels, wenn ich es nicht vergesse. Ah, Todeskrallen, na ganz toll. So. Wer will mehr mag, mehr hat noch nicht. Da fliegt ihr der Kopf weg. Tja, die verbrennt. Und die greift einfach Goris an, die Sau. Todes macht aber mehr Damage für die kleinen Todeskrallen und darf viermal angreifen. Ich glaube, die kleinen dürfen nur dreimal angreifen, oder? Eins, zwei, drei. Ja, die kleinen dürfen nur dreimal angreifen. Eins. So. Stirb. Stirb. Und stirb. Toll. Dreimal und kein umgebracht. Das war eine Nullrunde. Aber Cassidy killt jetzt einen, Goris killt jetzt einen. Und Sulik killt einen. Sulik, du Pfeife, wie viele Lebenspunkte hat er noch übrig? Oh, 53. Da habe ich dir zu viel zugemutet.
64.000 auf 99.000 sind noch jede Menge Erfahrungspunkte, die ich benötige. Fürs nächste Level Up. Ich will keine Level Ups haben, ich will nur noch Zufallsbegegnung. Zufallsbegegnung, yeah, mehr, mehr, mehr. Also, die letzte zumindest. Da läuft er schon weg. Vielleicht gar nicht so blöd, wenn du einfach nur wegläufst. So, geht für weniger. Hör mal auf, Godis anzugreifen. Was sind das für asoziale Bedingungen hier? Ich könnte keine Teamkameraden umbrezeln. So, den da hinten, tschüss. 119 Trefferpunkte, wobei ihre Eingeweide herumfliegen. Ja, lustig. Boah, Katze, kannst du bitte abhauen, wenn ich hier gerade am Zocken bin? So eine Aufdringliche, die merkt, dass sie keine Aufmerksamkeit bekommt und dann kommt sie gleich, dann kommt sie gleich her und tut sich ein bisschen aufdrängen. Komm, jetzt irgendwann Zufallsbegegnung, irgendwann muss es ja sein. Aber mit Escape kann man das auch wegdrücken. Wahnsinn, das geht. Man kann Kämpfe überspringen, wenn man Escape drückt, wie es aussieht. Ja! Endlich, Leute, die letzte Zufallsbegegnung. Oh, war ja nicht so schwer, oder? Das speichern wir jetzt auf Zufall 8. So. So, die letzte Zufallsbegegnung. Was ist das hier? Du siehst toter Wal. Dieser Wal scheint aus großer Höhe herabgefallen zu sein. Aha. Du siehst Walstück. Stück Wal. Ja. Was hat das hier zu bedeuten? Warum finden wir mitten in der Wüste ein Wal? Und der sieht auch noch einigermaßen frisch aus, möchte ich sagen. Ah, Moment, hier liegt was daneben. Ach, daneben liegt ein Gänseblümchen. Ja, was könnte das denn nur bedeuten? Ja, wer weiß, was das zu bedeuten hat? Das kann ich euch sehr gerne erklären. Das ist eine Anspielung aus dem Film oder Buch oder wie auch immer, Roman, keine Ahnung, was es genau ist. Per Anhalte durch die Galaxis, da wurde ja, ist ja auch in einer Szene ein Wal runtergefallen vom Himmel, der nicht wusste, wie er schaffen ist, und neben ihm ist irgendwie eine Blume gefallen. Genau, und ja, das war eigentlich die Zufallsbegegnung. Mehr gibt's ja eigentlich nicht zu sagen. Ich find's eigentlich nur lustig. Ja. Per Anhalte durch die Galaxis. Dafür sind wir jetzt eine Stunde durchs Ödland gereist. Wuppidu! Dann speichern wir das nochmal ab auf Zufall 8 und verpissen uns von hier. Gestrandeter Wal. Nennen wir es mal gestrandeter Wal. Gut, dann können wir jetzt mit allen Zufallsbegegnungen, die es gibt, zurück nach San Francisco und uns endlich dem letzten Spielabschnitt dann widmen. Ja, schade, dass man den gestrandeten Wal nicht als Begleiter mitnehmen kann. Das wäre natürlich auch noch eine geile Sache. So. Brezeln noch schnell die Aliens nieder. Die haben sowieso keine Chance. So. Ein Alien. Boden ist ein guter Alien. Boah, hat der viel Schaden gemacht. Ja, die haben zu zweit jetzt fast das ganze Alien-Geschwell da kaputt gemacht. Oh, Markus. Markus, Vorsicht. Schon aufpassen, wo du dich hinstellst. Oh, da zerfetzt es ihn. Und da zerfetzt den Alien. Was? Hallo, wollt ihr den nicht auch noch töten? Er hat noch 4 Trefferpunkte. Das hättet ihr auch noch zu Ende bringen können. So, dann geht's weiter. Endlich alle Zufallsbegegnungen! Ah ja, genau. Hier oben sind wir. Du begegnest Tubologen. Jetzt zeige ich euch, Wichsen, wer hier der Chef ist. Ich habe nicht vergessen, was ihr damals mit mir angestellt habt. So, Schmilz. Schmilz. Und Schmilz. Oh, du lebst noch.
Ah, interessiert mich überhaupt nicht. Was, der hat 9 Trefferpunkte gemacht. Was schwingt denn der für eine Waffe? Eine H&K G11. Der schwingt eine Plasmagranate. Du kleiner Wichser, ich werde dich umbrezeln, bevor du zu mir kommst, du abgefuckte Drecksau. So, was habt ihr Hubologen jetzt noch zu sagen? Du Mistkerl! Ja, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe euch ganz alleine fertig gemacht. Ah, 2100 Erfahrungspunkte, die geben auch noch richtig viel. Da diese scheiß Plasmagranaten sind abgefuckt. Ich sollte die eigentlich mitnehmen und Sulik geben, weil Sulik kann ja auch werfen. Power Faust und hier dieses H&K G11. Können mich am Arsch. Oh, eine Schar Feuergeckos. Ich werde euch sowas von umbringen, wie ihr noch nie in eurem Leben umgebracht worden seid. So. Oh, da kommen sie her und meinen, sie haben tatsächlich eine Chance gegen den Auserwählten. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Ich habe ein Gänseblümchen. Und ich werde es einsetzen. So, hier. Du frisst mein Plasma. Du frisst mein Plasma. Und das letzte Viech frisst auch mein Plasma. Wenn ich es anvisieren könnte. Da kann ich es anvisieren. Manchmal muss man irgendwie durch die Lücken von den Gegnern, von den Verbündeten durchzielen und dann kann man es irgendwie noch treffen. Was? Wieso bekomme ich 1520 Erfahrungspunkte? Also bekommt man nur 1500 Erfahrungspunkte. Okay. Na, mir soll es recht sein. Lieber zu viel wie zu wenig. So, China-Tune. Gut, da sind wir. Wir haben. So, was haben wir denn alles? Ah, wir haben ein bisschen wenig Mikrofusionszellen, muss ich allerdings sagen. Und wir haben ein Osterei. Wir haben Fels. Wir haben Gänseblümchen. Das ist ganz wichtig. Und wir haben mutierter C. Das sind die wichtigsten Items im Spiel. Die müsst ihr auf jeden Fall immer mit dabei haben. Ohne diese Items habt ihr eigentlich gar keine Chance. So. Da haben wir Munition. Sehr schön. Habe ich auch irgendwas, was ich dir da vergeben kann? Nö. Ich habe nichts, was ich dir vergeben kann. Ich brauche keine Drogen mehr. 5 Drogen nur noch von allem sollte reichen. Es sind nicht mal Drogen hier. So. 5000. Ja, gut, dann gebe ich dir noch 5080 hierher. 5080. So, habe ich wieder ein bisschen was davon. Chat-Gegengift. Wir könnten natürlich auch noch Chat nehmen. Wir könnten natürlich auch noch Chat mitnehmen, weil Chat, glaube ich, gibt uns ein paar Aktionspunkte oder so dazu. Mit Chat bist du voll der Held. So, mal schauen, ob der noch irgendwas für uns hat. Dumm, die dumm, die dumm. Nee, der hat nichts für uns. Egal. 300 Schuss sollten reichen. Hoffe ich zumindestens. So, schauen wir mal, ob wir noch irgendwas im Kofferraum haben, was wir dringend mitnehmen müssen. So. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben hier noch einen Gatling-Laser. Gauss, Schaufel, Plastiksprengstoff. Ach, das Plastiksprengstoff nehme ich mal mit. So, und jetzt tue ich mal ein bisschen meine Begleiter entrümpeln, sage ich jetzt mal, weil die haben bestimmt noch viel Scheiße dabei, die sie gar nicht brauchen. Ja. Wie zum Beispiel das hier und das und das und das und das und das. Das braucht alles. Das braucht keine Sau. Warum hat er das dabei? Schauen wir mal, ob. So viel kann ich nicht tragen. Zu viel Gewicht. Erstmal meine Begleiter entrümpeln. Das hätte ich eigentlich schon viel früher machen sollen, seitdem, wo wir eigentlich nichts mehr gebraucht haben an Geld und so weiter. Kann ich das wieder zurückhandeln? Ja, 10.000. Ich bin eh schon viel zu teuer, wahrscheinlich gleich. So. Gibt es sonst noch was, was ich vielleicht brauche? Komm, ich nehme noch ein bisschen Plastiksprengstoff mit. Ja, das ist ein bisschen was wert. Sehr schön.
Ein Watsakashi. Eine Watsakashi-Klinge. Wie viel ist die wert? Nicht mal 200. Crap. Brille. Brille zur Korrektur von Sehfehlern. Brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht. Spritze. Spritze muss man auch unbedingt behalten. Die ist ganz wichtig. Die bringt nämlich gar nichts. 19.000 hier. Machen wir es erstmal so. Tragegewicht. So, was willst du? Tauschen. Was, du hast Geld dabei? Was geht mit dir? Bist du kaputt oder was? So. Dann reden wir mal mit Goris. Goris hat bestimmt auch noch jede Menge Scheißdreck dabei. Ach, der hat die ganzen Granaten. Also, wir kann ich nicht tragen. Tu mal das Seil weg. Jawohl. Ja, das wär's erstmal. Dann gehen wir erstmal in den Kofferraum und tun die ganzen Sachen rein, die wir. Die ganzen Quest-Items, die ich nicht wegschmeißen will, weil sie unglaublich viel Style-Need haben. Da hier. Style-Need. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Wort was anfangen. So. Die Munition brauche ich natürlich hier. Da, Sheriff-Stern. Der Solarwehrsenker, den kann man nicht mal entladen, weil er mit Sonnenenergie gefüllt ist. Da, die Brille ist unglaublich cool. Das ist noch ziemlich cool. Das Osterei behalten wir, das müssen wir mitnehmen. Stimpaks, ich glaube Super Stimpaks wiegen auch was. Muss ich vielleicht auch irgendwann mal weghauen. Wie viel wiegen denn Super Stimpaks? Wahrscheinlich 1 Pfund. 1 Pfund, ja. Lass du wollen. Ah, tauschen wir mal. Du hast bestimmt auch noch jede Menge Zeug dabei, was ich gern mitnehmen möchte. Ah, so viel kann ich leider nicht tragen. Ah. Okay, ich habe zu viel Glump dabei. Dann tun wir diese Rüstung hier auch noch rein. Oh, was könnte ich denn noch alles davon weglegen? Erstmal gebe ich das Ganze irgendeinem scheiß Händler, der damit nichts anfangen kann. So, viel Spaß mit dem ganzen Zeug hier. Ich brauch's nicht mehr. Da, schau her, 20.000. Für was braucht man denn die ganzen Granaten? Gewalt ist doch echt scheiße. So, dann tun wir das hier alles weg. Na, viel Spaß mit dem Zeug. Ich muss meine Leute entrümpeln. Viel Spaß damit. Immer noch 190 Tragekapazität. Ja, was wiegt denn bitte meinem Inventar so viel? Was geht mir erstmal, Markus, das ganze Zeug, was wir nicht so brauchen. Hier erstmal den Dietrich-Satz. Eine Arzttasche. Erste-Hilfe-Koffer braucht man nur einen. Geben wir mal 30 von den Super-Stimpaks. Und davon nochmal 5. 100 sollte erstmal reichen im Inventar. Gut. Gegengift für Chat. Ne, das geben wir dem. Ja, doch, das geben wir dem auch. Den elektronischen Dietrich geben wir ihm. Okay. Das ist gut. Der hat jetzt das Dietrich und das Arztzeug. Okay, dann reden wir nochmal mit Sulik. Man muss, also ganz ehrlich, ich hätte das schon viel früher machen müssen mit dem Ausmisten vom Inventar. Dem Sulik geben wir den Plastiksprengstoff und den Rest tun wir zu uns. Steuerchip. Autsch. Der hat wirklich viel Mist dabei. So. Sag mal, Sulik. Ach, Sulik hat gar keine Stimpaks mehr. Das ist blöd. Hier,
Alter, kriegst du mal 25? Aber das ist natürlich schon Stimpaks. Jetzt haben wir diese ganzen Quest-Gegenstände, die wir nicht mehr brauchen. Tun wir mal runterschmeißen. Hier Keycard für gelben Reaktor. Den brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Wicks Wasserflaschen brauchen wir auch nicht. Tagesausweis brauchen wir auch nicht. Schlüssel zur Trapperstadt brauchen wir auch nicht. Bunkerschlüssel für Bunker 15 brauchen wir nicht. Motor. Ich habe keine Ahnung, für was dieser Motor zu verwenden ist. Keine Ahnung. Sprachmodul. Haben wir schon eins, hebe ich mir aber noch auf. Roter Sicherheitsschlüssel brauchen wir auch nicht. Beschädigte Gummipuppe brauchen wir auf jeden Fall. Die ist lustig, deswegen brauchen wir sie. Genau, dann kann ich das restliche Zeug da reintun. So, das Sprachmodul. Kampfrüstung Mark 2, Bruderschaftsrüstung. Das ist Kampfrüstung. Da, die Gummipuppe muss da rein. Steuerchip muss da rein. So. Goris hat bestimmt auch noch jede Menge Mist dabei. Ne, der hat nicht mal jede Menge Mist dabei. Stimpaks, aber die Stimpaks, glaube ich, kann er nicht mal verwenden. So, Cassidy, was hast du dabei? Nur Stimpaks und deine Munition. Dafür habe ich noch ein bisschen was für dich. Guck mal, was ich hier habe. Nimm das. 600. Das wird auf jeden Fall lange, lange reichen. Also, die sind ausgemistet. Die sind alle ausgemistet. Sehr schön. Dann können wir jetzt den restlichen Mist noch verschenken. An den armen Händler, der eh kaum was hat. So. 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 Und das Ding tun wir auch weg. So, hier ein bisschen Munition, Geld, Stimpaks, Style-Need-Sachen. Quest-Item 1 und 2. Okay, alles klar. Gut. So, Leute, das wär's für diesen Part. Wir haben ausgemistet. Wir haben jetzt eigentlich alles erledigt, was man hier auf dem Festland, sage ich jetzt mal, machen kann. Ja, das Schiff ist für mich kein Festland, das ist schon im Wasser. wir haben alles erledigt, was man quasi noch machen kann. Wir werden im nächsten Part, das kann ich schon spoilern, endlich auf das Schiff gehen und ja, weiter segeln, in Anführungsstrichen. Ansonsten hoffe ich, ihr habt Geduld gehabt, wenn es wirklich Leute gegeben hat, die sich durch alle Ödlandteile durchgebissen haben. Für diese scheiß Zufallsbegegnung muss ich sagen, Respekt. Gut. Schauen wir mal, wenn wir das nächste Level up haben. In 27.000 Erfahrungspunkten. Nein, warte, in 17.000 Erfahrungspunkten. Dann bin ich Level 45. Boah, das ist schon viel. Na gut. Alles klar. Das wär's für diesen Part von Fallout 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Euer Blacky.